Es gibt ein neues Deck am Meta-Himmel im T1 und das ist einmal Kashtira. Heute werden wir uns einmal die Frage stellen, was kostet der Deck überhaupt? Normalerweise zeige ich in diesen Formaten immer mehrere Deck-Varianten und zeige euch, was diese verschiedenen Deck-Varianten kosten. Nur bei Kashtira ist das so, es gibt eigentlich nur eine Variante, die richtig gut ist. Und das ist das pure Kashtira-Deck, wo du wirklich die Kashtira-Karten als Engine spielst, die halt das Game facilitaten wollen. Und du gehst auf Arisar, auf das große XYZ-Monster. Und das ist die beste Variante, die ihr spielen könnt. Klar, ihr könnt Kashtira-Karten auch als Engine in anderen Decks spielen. Das ist für mich aber kein Kashtira-Deck, das ist halt eine Engine in anderen Decks, damit die da funktionieren. Hier ist einmal ganz kurz eine Deckliste, wie sowas aussehen könnte. Das ist jetzt einfach nur eine Basic-Deckliste mit ein paar Handtraps drin, der Kashtira-Engine drin und einem relativ soliden Extra-Deck. Ihr seht hier, wir haben hier Thrusting drin. Und dann habe ich noch einmal hier eine andere Liste, die wahrscheinlich mehr dem Standard entspricht. Wir haben hier sehr viele Karten drin, die wir in allen Decklisten sehen. Im Extra-Deck fehlt mir eine Karte, da komme ich gleich drauf zu, weil wir werden heute so ein bisschen über das Deck selber reden, was so die einzelnen Karten aktuell kosten, was sie tun, was vielleicht ganz interessante Faktoren sind, die ihr vielleicht beachten könntet oder einfach wissen solltet, dass die halt relevant sind und einfach gucken, was kostet das. Dieses Deck, was ihr jetzt hier seht, hat einen Wert von 866 Euro. Heutiger Stand. Kann natürlich bei so einem Deck wie Kashtira relativ schnell ändern, aber es gibt im Deck extrem viele teure Karten, die so um die 50 Euro kosten. Das ist halt schon extrem spannend, mal darüber zu sprechen, was das Deck überhaupt tut. Und ich finde es funny, wie einfach man das outen kann. Aber da kommen wir gleich noch drauf, wenn wir über das Deck selber sprechen. Ich möchte kurz einmal erwähnen, dass die andere Deck-Variante, die hier, die ist ein bisschen teurer, weil Thrusting kostet aktuell so 72 Euro. Deshalb ist das Deck ein bisschen teurer, aber halt nur um, weiß nicht, 100 Euro oder so. Das geht also knapp an die 1000 Euro ran. Ist also jetzt ungefähr das gleiche. Aber wir kümmern uns heute einmal um die Deck-Variante und sprechen einmal über die verschiedenen Karten, die halt der Kern des Decks sind und was die Strategie überhaupt machen möchte und wie cool oder wie interessant manche Karten an sich halt sind. Und wir fangen natürlich da an, wo wir anfangen sollten und das ist bei Kashtira Fenrir. Jetzt natürlich aktuell als Ultimate Rare erhaltbar, also noch teurer als sie eh schon ist. Die ist vom Preis aber so ein bisschen gedroppt. Die kostet aktuell ihre 50 Euro, was natürlich immer noch ziemlich krass ist, aber die war so bei 65, als sie released wurde und dann der Hype extrem krass war, weil das eine gute Engine-Karte ist. Was die Karte tut, ist eigentlich super einfach. Die Kashtira-Monster haben die Fähigkeit, wenn kein Monster auf dem Feld ist, dass ihr die Spezial beschwören könnt, was pauschal schon mal ziemlich gut ist, weil ihr einen Beatsieger aufs Feld bekommt, der Level 7 ist und einen guten Effekt hat. Kashtira Fenrir hat die Fähigkeit in der Main-Phase, dass ihr euch einmal ein Kashtira-Monster suchen könnt. Und dadurch, dass wir jetzt neue Karten bekommen haben, die auch ziemlich gut sind, können wir auch ziemlich gute Karten suchen. Es gibt eine permanente Karte, die euch erlaubt, eine extra Normal Summon zu machen für ein Level 7 oder höher Monster, ohne Tribut anzubieten. Das heißt, die Karte plus die Karte ist halt schon direkt ein Rang 7, was halt sehr gut ist. Über das Rang 7 sprechen wir noch, weil das ist super interessant und so ein bisschen der Kernstrategie von den Deckthemas resolved alles so ein bisschen um diese Karte. Kommen wir gleich noch zu. Wie gesagt, aber Fenrir, unglaublich gute Karte. Ein Effekt, über den haben wir noch nicht gesprochen, und das ist der Effekt, dass wenn euer Gegner einen Monster-Effekt aktiviert oder diese Karte einen Angriff deklariert, könnt ihr eine Karte auf dem Feld wählen, eine offene Karte übrigens, und die verdeckt verbannen. Das ist ein sehr guter Effekt, der sehr viele problematische Karten outen kann. Natürlich nur offene Karten, aber pauschal eine ziemlich gute Karte. Ein Faktor, der noch wichtig ist bei Fenrir ist, auch wenn der Effekt nicht so geschrieben ist, ist das Ruling in TCG so, dass diese Karte ein Trigger-Effekt ist. Das bedeutet, wenn der Effekt aktiviert wird, triggert die in der nächsten Kette. Das bedeutet, der Effekt löst sich auf, dann triggert erst Fenrir und dann könnt ihr was wählen und das verbannen. Das ist wichtig, damit ihr wisst, wann ihr was verbannen könnt. Das heißt, es geht nicht so, Gegner aktiviert den Effekt, ihr chain Fenrir, verbannt eine Karte. So läuft das nicht. Der Gegner aktiviert den Effekt, der resolved, ihr aktiviert Fenrir. Und das ist einmal Unicorn oder Einhorn in Deutsch. Die Karte ist das Pendant zu Fenrir, ist nicht ganz so generisch für andere Decks nutzbar, aber natürlich im eigenen Deck ziemlich gut, denn die Karte sucht Zauberkarten von einem Deck. Das heißt, die Karte ist eigentlich in dem Deck selber der bessere Starter, denn ihr Specialty sucht euch die Zauberkarte und dann könnt ihr quasi das andere Monster. Die hat aber noch einen anderen Effekt und der ist wie bei Fenrir auch, wenn der Gegner einen Effekt aktiviert, Monster-Effekt, oder die Karte einen Angriff deklariert, könnt ihr eine Karte vom gegnerischen Extra-Deck face down verbannen.
Ist ziemlich gut, weil das ziemlich disruptive ist, wenn euer Gegner irgendein Monster hat, das es unbedingt braucht für das Deck, damit es funktioniert. Dann einfach zu klauen, ist schon ziemlich böse. Preis von Unicorn ist aktuell so um die 15 Euro, ist also auch ein bisschen gedroppt. Aber ist immer noch eine Karte, die relativ viel Value hat und wahrscheinlich in Zukunft sogar vielleicht ein bisschen höher gehen kann, weil es halt eine gute Karte in dem Deckthema selber ist. Dann sprechen wir einmal ganz kurz über eine von den neuen Karten und das ist einmal Kashtira Theosis. Die Karte ist richtig gut. Die ist wirklich richtig gut. Denn die Karte sagt, wegen Kashtira-Monster, Special aus dem Deck, ein anderes Kashtira-Monster. Mit einem anderen Attribut. Das gibt euch halt instant halt das XI. Ne? Weil ihr holt ein Monster, aktiviert die und dann kriegt ihr halt das XI. Deswegen ist auch Unicorn der bessere Starter für das Deck, weil es diese Karte direkt suchen kann und ihr direkt das XI habt. Wenn ihr Fenrir habt, ohne einen anderen Extender, habt ihr nicht die Möglichkeit, ein zweites Monster aufs Feld zu bekommen. Deshalb Unicorn die bessere Karte. Die Karte ist neu, das ist ein Secret Rare, die kostet aktuell so um ihre 50 Euro. Die hat noch andere Fähigkeiten, zu haben, wenn die gebanished wird, könnt ihr euch eine Kashtira-Karte, die gebanished ist, wieder auf die Hand nehmen. Das ist ein guter Effekt, by the way. Denn ihr werdet verschiedene Kashtira-Karten in eurer Engine halt banishen, weil ihr halt Karten spielt wie Shifter zum Beispiel. Das heißt, das wird halt auftauchen, dass Karten gebanished werden und ihr die wieder auf die Hand nehmen könnt. Das ist also ein Instant plus 1, was ziemlich gut ist. Du kannst übrigens jeden Effekt nur einmal pro Spielzug benutzen, das ist ganz wichtig, obwohl das halt nicht super relevant ist, aber es ist eine gute Karte auf jeden Fall. Also definitiv unglaublich gut für das Deckthema. Die nächste Karte ist der Fieldspell und der sucht im Endeffekt ein Kashtira-Monster. Heißt, aktiviert die Karte, grab Unicorn, Special Unicorn, aktiviert Unicorn, Spellkarte, Special Fenrir. Denn ihr seht, worauf es hinausläuft, das Deck ist relativ konstant, weil ihr mit der einen Fieldspell quasi euer XYs bekommt. Und das XY selber ist vielleicht ziemlich gut, aber da sprechen wir gleich nochmal drüber. Die Karte kostet aktuell auch hier, habe ich hier aufgeschrieben. 56 Euro kostet die aktuell, wenn ihr den Playset kaufen möchtet. Und ich glaube 52, wenn ihr als Einzelkarte kaufen möchtet. Aber ihr würdet die immer dreimal spielen, weil das halt eine gute Karte ist. Und der andere Effekt, wenn Shangri-Ira, das ist das XY-Monster, um das sich das Deck halt dreht, einen Effekt aktiviert, könnt ihr eine Karte auf dem Feld zerstören. Was auch ein guter Effekt ist. Dann eine Karte, die in dem Deck super beliebt ist, weil die unglaublich gut in dem Deck ist. Ist einmal Prosperity. Kostet aktuell ihre 42 Euro, ist also jetzt nicht ganz so teuer wie damals. Aber die hat die Applikation, dass sie halt Karten banishen kann. Und das XY-Monster Arise hat, kann damit so ein bisschen interagieren. Wie genau das funktioniert, erkläre ich gleich, weil das wird wichtig für ein paar andere Karten, damit ihr das nicht outen könnt. Erstmal ganz spannend zu wissen. Die Karte ist im Deck superb. Dann haben wir einmal das XY-Monster, um das sich das ganze Deck dreht. Das ist witzigerweise ein Super Rare, das heißt, die kostet wirklich nicht so viel, kostet 50 Cent oder so. Die Karte hat die Fähigkeit, jedes Mal, wenn euer Gegner eine Karte verdeckt verbannt, können wir eine Zone vom Gegner in der Zaubern-Fallen-Karten-Zone oder auf dem Feld, also Monsterzone, wählen und die blockieren. Und solange Shangri-Ira auf dem Feld ist, bleibt die blockiert. Das Witzige bei dieser Karte ist, selbst wenn ihr Shangri-Ira annulliert, bleibt die Zone trotzdem blockiert, weil das ein Effekt ist, der sich aktiviert und auflöst und die Condition hat, solange diese Karte offen auf dem Feld bleibt, dass das quasi so aufgelöst bleibt. Heißt, ihr müsst die quasi vom Feld entfernen, damit das nicht funktioniert. Deshalb sind so andere Karten beliebt, die halt Monster verdecken. Da kommen wir gleich noch drauf. Ist aber eine sehr gute Karte und die Spezialbeschwört, wie gesagt, in der Standby-Phase vom Gegner ein Kashtira-Monster aus dem Deck, was in der Regel ein Fenrir ist, also eine sehr, sehr gute Karte. Aber kommen wir zur nächsten Karte, die ist nämlich super spannend. Und das ist Kashtira Riseheart. Die Karte liest sich so ein bisschen wie eine Karte, die man selber designt hat für das Deckthema, um das halt ein bisschen spielbarer zu machen. Denn die Karte, die ist richtig gut. Also zuerst mal, um die zu beschwören, wie ihr seht, braucht 3 Level 7 Monster. Das heißt, ihr könnt die quasi hart summonen im Deck. Es gibt aber eine einfache Methode, um diese Karte auf das Feld zu kriegen. Und das ist, wenn der Effekt von Shangri-Ira aktiviert wurde, habt ihr die Möglichkeit, die oben drauf zu beschwören als XY-Monster. Das ist also super einfach zu accomplishen. Das Witzige ist, die Condition, und der das hier ist, steht, wenn der Effekt von Shangri-Ira erfolgreich aktiviert wurde. Das bedeutet, selbst wenn ihr einen Effekt habt, der was annullieren kann, Impermanence, Ash oder irgendwas in der Richtung, ist der Effekt von Shangri-Ira trotzdem erfolgreich aktiviert worden, dann könnt ihr halt Riseheart oben drauf beschwören. Riseheart kostet übrigens aktuell seine 30 Euro, ist also nicht so krass teuer, aber ist schon für ein Monster, was ihr wirklich nur in dem einen Deck wirklich gut benutzen könnt, ziemlich krass. Aber das ist nicht der Effekt, der relevant ist. Der Effekt, der relevant von dieser Karte ist, ist, dass die ein Makrokosmos ist für das ganze Feld.
Heißt, jede Karte, die auf den Friedhof gelegt werden würde, wird stattdessen verbannt. Das ist wichtig für den zweiten Effekt, den die Karte hat. Denn die Karte hat nämlich einen Effekt, den nennen wir einen Pflichteffekt. Das sind also Effekte, die ihr auf jeden Fall aktivieren müsst. Und das heißt, einmal pro Kette, wenn eine Karte verbannt wird, können wir eine verbannte Karte an diese Karte als Material anhängen. Was wichtig dabei ist, der spezifiziert nicht, was für eine Karte das sein muss, sondern nur eine verbannte Karte. Das bedeutet, Karten, die ihr mit Prosperity gebannt habt, könnt ihr mit Arisehard als Material an die Karte anheften. Und dazu kommen wir gleich zu einem ganz spannenden Target, was viele aktuell spielen, was ihr halt mit Prosperity banishen könnt, um halt diesen Vorteil zu generieren. Da kommen wir gleich aber noch zu. Ihr könnt von dieser Karte als Shell-Effekt drei Materialien abhängen und dann könnt ihr eine Karte auf dem Feld wählen und die verbannen. Verdeckt verbannen. Damit triggert ihr wieder Shangri-Ira übrigens. Das ist ein unglaublich guter Effekt. Ich spreche mal ganz kurz über das Target, was ihr holt mit Prosperity, weil das ist eigentlich eine ganz weirde Interaktion, dass das funktioniert, aber irgendwie mag ich, dass das machbar ist. Und es dreht sich einmal um die Karte Endloskette Goliath oder Goliath, Infinitrack Goliath ist die Karte, um die es geht. Die hat die Fähigkeit, wenn dir als Material ein Xenomonster ausgerüstet ist, kann das nicht durch Karteneffekte zerstört werden. Wenn ihr die banished mit Prosperity und die als Material anhängt wird, kann euer Risehard nicht durch Karteneffekte zerstört werden. Das heißt, er muss irgendwie durch Battle geoutet werden oder anderen Wegen. Und jetzt kommen wir ganz kurz zu den anderen Wegen. Ich werde euch nur eine Karte nennen, weil alle Karten, die das gleiche machen, ungefähr dasselbe accomplishen. Und das ist einmal die Karte Book of Eclipse. Die hat die Fähigkeit, alle Monster in die verdeckte Verteidigungsposition zu bringen. Das bedeutet für euch, ihr könnt alle Monster auf dem Feld verdecken. Das nimmt sowohl Shangri-Iras Effekt raus, weil die nicht mehr offen am Feld ist, nimmt den Perma-Effekt von der Risehard raus und selbst wenn Infinitrack Goliath unten drunter ist, könnt ihr den dann trotzdem durch Karteneffekte zerstören, weil das ein Effekt ist, der an das Monster weitergegeben wird. Wenn es aber verdeckt ist, gilt der Effekt in dem Fall halt nicht. Das ist also die einfachste Methode, um das zu outen. Wichtig für euch ist, Verbuch der Verhünsterung hat die Fähigkeit, dass am Ende Karten gezogen werden können. Das bedeutet, diese Karte kann geashed werden. Ist eine ganz wahnwitzige Interaktion, dass das möglich ist, aber da müsst ihr auch aufpassen, dass das passieren kann. Also wenn ihr die aktiviert und ihr inaktiviert Ash, habt ihr ein Problem. Aber die Karte ist nicht once per turn. Das ist auch wichtig. Das heißt, wenn ihr zwei davon habt, gut für euch. Ja, das war das Kashtira-Deck. Was das so kostet, wie gesagt, 866 Euro ist halt ein krasser Preistag. Kann man so sehen. Ich persönlich finde das wahrscheinlich für ein brandneues, meta-relevantes Deck trotzdem halt einen okayen Preis. Es wird aber nicht das beste Deck sein. Das müsst ihr euch quasi überlegen, weil das halt mit simplen Karten relativ einfach zu outen ist und keine großartigen Gates und sowas aufs Feld legt. Deswegen nicht das krasseste Deck. Falls euch noch ein Video gefällt, lasst mir gerne mal ein Like dafür das Video, damit ich weiß, ihr möchtet sowas in Zukunft häufiger sehen. Und schreibt mir mal in die Kommentare, was für ein Deck ich euch das nächste Mal zeigen soll, was für die Kosten sind und soll ich öfter mal erklären, wie das Deck überhaupt funktioniert. Wäre mal spannend zu wissen. Bis zum nächsten Mal, haut rein. Ciao, Leute.